einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde. DK ist mal wieder da, um euch das Frühstück, das Mittagessen, das Abendessen, das Schimmeln im Bett, das Schimmeln auf der Couch, das Schimmeln vor dem PC zu erleichtern, angenehmer zu machen, wie auch immer. Wo auch immer ihr das gerade schaut, schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Wir gehen heute in 3-2 in den Baobab Boogie, in der dritten Welt von Donkey Kong Country Tropical Freeze, diesem wunderbaren Spiel. Und Welt 3 steht für mich vor allem für gute Laune, für Urlaubsfeeling, für die Seele baumeln lassen. Na, eigentlich auch schon ein bisschen wie Welt 2, aber dann doch in einem etwas anderen Setting irgendwie. So, wir haben 7 Puzzleteile. Das sollte auf jeden Fall machbar sein. So, ich wollte jetzt nochmal kurz nachgucken, ob hier irgendwas ist. Dann schauen wir doch mal, ob das klappt. Oh, und wir haben jetzt hier einmal, ich glaube, das sind Dragonfruits. Ich glaube, das sind Drachenfrüchte, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Und wir haben jetzt hier so Blumen, die sich so ein bisschen nach rechts und links quasi beugen. Je nach... Oh Gott, Alter. Oh Gott, Alter. Je nachdem, auf welcher Seite man steht. Holy moly. So. Und hier brauche ich jetzt auf jeden Fall den Kollegen, um hier oben ranzukommen. Wunderbar. Uiuiui, die ist aber... die ist groß, Freunde. Die ist sehr groß. Und das da unten sieht sehr verdächtig aus. Warte mal, ich kann hier einfach rein, ne? Ich wollte gerade sagen, das Holz sieht hier sehr sass aus. Aber... Ich kriege hier nicht mehr was dafür. Sauerei. Absolute Sauerei. Ich war gerade so froh, dass ich da was gefunden habe. So, da haben wir ein Wurfgeschoss. Ah, und ich sehe es auch schon, Freunde. Das müssen wir irgendwie da oben hinbringen. Wartet mal. Aha. Jetzt können wir uns hier an der Stelle so die Blume hier so rüber jieten. Und dann komme ich hier hoch. Und dann machen wir das so. Und ey, nein! Oh, nee. Da wollte ich nicht runterfallen. Einen Moment. Ich habe nur noch ein Herz, ne? Wir haben immer noch keinen Kong-Begleiter. Das ist wichtig, dass wir das beachten. So! Aber wir haben hier den ersten Bonus. Wunderbar. Oh, heute ist so ein richtig schöner Aufnahmetag bei mir, Freunde. Heute ist so ein Tag, da habe ich mir jetzt den ganzen Tag Zeit genommen, einfach nur Zweitkanalaufnahmen zu machen. Ich habe auch ein bisschen Hauptkanal aufgenommen. Superstar Mode, Mario Odyssey. Macht mir aber auch tierisch Spaß. Es ist mein Herz für Odyssey schlägt sowieso. Und der Superstar Mode ist wahnsinnig, wahnsinnig... Ja, wie soll ich sagen? Unterhaltsam. Also ich habe super, super viel Spaß, da diese Hardcore-Challenges zu machen und versuchen zu meistern. Das ist richtig, richtig cool. So, und jetzt versuche ich auch hier oben auf dieser sehr großen Blume mal alles einzusammeln. Also ich bin hier sehr dahinter, irgendwie überall alle Bananen einzusammeln. Weil es hier irgendwie häufig Bananenformationen gibt, die ich sehr, sehr sass finde, ne? Sagen wir es einfach mal so. Okay. Dann gehen wir jetzt einmal hier hoch. Das klappt auch wunderbar. Da ist auch das O. Mensch, das ist ja alles einwandfrei hier. Okay. So, und jetzt, ich will auf jeden Fall da hoch. Aber da oben ist auch ein Puzzleteil. Warte mal. Wie kommen wir da hin? Oh, und hier ist ein verpflichtendes Dixie-Fass. Okay, warte mal. Wenn das hier verpflichtend ist, Freunde, dann nehme ich das mit, weil dann denke ich mir... Oh, no! Dann denke ich mir, dann haben sich die Entwickler da 100% was dabei gedacht, wenn sie einem hier Dixie zur Verfügung geben. Und ich komme damit hier hoch. Wunderbar, Freunde! Puzzleteil Nummer 3 von 7. Musik hier, by the way, natürlich auch wieder wunderschön. Ne? Brauche ich ja, glaube ich, mittlerweile nicht mehr zu erwähnen, dass der Soundtrack von Donkey Kong Country Tropical Freeze für mich, ja, wahrscheinlich mit zu den besten Soundtracks aller Zeiten gehört. Wow! Okay, ich lebe noch. Das ist spannend. So, ducken. Sehr gut. Das ist interessant. So. Ey, da habe ich ja wirklich mit... Also den letzten Fitzel. Den absolut letzten Fitzel. Warte mal. Ich glaube, gegen den muss ich rollen. Ja, dann kann ich ihn nämlich killen. Den letzten Fitzel der Liane erwischt. Holy shit. Musik, ne? Die Musik. So, und hier war, glaube ich... Oh, ich erinnere mich. Hier gab es eine Challenge, ja? Hier, Freunde, müssen wir jetzt... So gut es geht. Zack. Aha. So. Diese ganzen Bubbles hier einsammeln. Und da muss man sich halt immer ein bisschen beeilen. Aber das läuft ganz gut. Aha, aha, aha. Ey, wie viele kommen denn da noch?
Wie viele kommen denn da noch? Keins mehr. Puzzleteil Nummer 4. So, hier darf ich mir jetzt wieder aussuchen, wen ich nehme. Dann gehe ich hier wieder zurück zu Diddy. Ja, mit dem habe ich eigentlich bisher immer ganz gute Erfahrungen gemacht. So, Alter, jetzt ist ja richtig was los. Natürlich machen wir hier das Gras weg. Ja. Gerade wenn das hier so ein bisschen schwerer, sage ich mal, zu erreichen ist. Weil hier eben die ganzen Dragonfruits oder welche Früchte das auch immer sind, unterwegs sind. Oh, da geht jetzt gar nichts mehr. Dann ist es natürlich gleich immer doppelt und dreifach spannend. Aha, hier kriegen wir nochmal ein Herz. Ich nehme tatsächlich hier die Bananen nochmal mit. Ich nehm mir die Zeit. Boah, aber ich habe immer... Also mir fehlen halt immer noch 3 Puzzleteile. Da oben, das sieht sass aus. Komme ich irgendwie da hoch? Sieht irgendwie aus, als ob ich da stehen kann. So, das hier könnte auf jeden Fall, by the way, eine Banane sein. Ja. Ja, dadurch, dass es... Ja! Habe ich gerade gesagt, eine Banane im Puzzleteil. Na, sobald natürlich hier immer etwas, sag ich mal, über dieser Drachenfrucht positioniert wird, wirkt das natürlich immer sehr, sehr auffällig. So, und jetzt werden wir von dem Riesending verfolgt. Okay. Okay, Freunde, jetzt aufgepasst. Möglichst schnell, aber auch gleichzeitig, naja, aufpassend hier das Ganze macht. Und ist das G für K-O-N-G. Mir fehlt safe ein Puzzleteil. Mir fehlt safe ein Puzzleteil. Mir fehlen 2. No way. Mir fehlen 2 Puzzleteile. Ich habe eigentlich extra entspannt und extra ruhig gespielt. What? No way. Was? Wo? Wie? Ah, warte mal. Es könnte sein, dass ich am Ende alles einsammeln muss. Okay, ich glaube, ein Puzzleteil ist am Ende bei der Flucht vor diesem riesigen... Obstding, dass sie da vielleicht alle Bananen und alle Münzen einsammeln müssen. Das würde passen. Okay, aber wo ist die 7? Hier? Warte, was? LOL! Wie konnte ich denn den Griff hier unten übersehen? Dude! Okay, das ist hohl. Also von mir, ne? Bro, wie konnte ich das übersehen? Das ist... beeindruckend. Das ist sehr beeindruckend. Okay, Freunde. So, jetzt Achtung. Alles einsammeln, was geht. Ja, ja. Okay, 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 okay. Warte mal, hier nach unten, ne? Boah, Digga. Okay, okay. Nicht einfach. So, Freunde. Versuch 2. Ich glaube, jetzt muss ich mich hier quasi nach unten beugen. Ja, genau. So. Zack. Hier rüber. Jawollo. Ja, das habe ich vorhin übersehen. Ich habe irgendwie... Vorhin habe ich eher so drauf geachtet, ne? Ist irgendwo ein Puzzleteil versteckt, ne? Ist irgendwo eins an einem schwer erreichbaren Ort, während man von dieser Frucht verfolgt wird. Ich habe nicht im Schädel gehabt, alles einzusammeln. Ich habe einfach nach dem falschen Objekt gesucht, ne? Ich habe nach dem einzelnen Puzzleteil gesucht, nicht nach vielen Collectibles. Okay, ja, erschütternd, Freunde, ne? Aber da seht ihr, selbst ein DK-Veterane wie ich, der wirklich regelmäßig diese Games schon gezockt hat, vercheckt es regelmäßig, Puzzleteile einzusammeln. So, Samba im Sturm. Ja, wir haben auch schon auf der Welt gesehen, da ist so eine Art kleiner Tornado, so eine Windhose. Und in diese Windhose muss ich jetzt DK, glaube ich, ein bisschen reinstürzen. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was wir jetzt im Laufe dieser Welt noch mehr sehen. Welt 3 befasst sich auch so ein bisschen mit diesem Thema Naturkatastrophen. Und ich finde, das steht dieser Welt extrem gut, ne? Dass eben nicht nur diese schöne, gute Laune-Savanne gibt, sondern dass die Savanne auch sehr, sehr gefährlich sein kann, ne? Dass da verdammt viel los ist und dass da auch nicht alles, sag ich mal, einfach nur schön und urlaubsreif ist. Und ich sehe da unten was. Okay, hier gibt's Diddy geschenkt. Dann nehmen wir uns den Meister doch mal. So, wir haben hier brennende Stachelschweine. Okay. Und auf ihn kann ich auch drauf bouncen. Dann wollen wir das doch gleich mal probieren. Oh, kriege ich leider nichts für. So, und die... Oh, ein Rambi-Block. Oh, I see. I see. Die Wirbelstürme jieten einen, by the way, immer in die Richtung, in die sie selber schauen. Also, die biegen sich ja immer in jeweils eine oder andere Richtung. So. Ein Rambi-Level wird das, Freunde. Rambi im Sturm. Na, da bin ich ja mal gespannt, was der Meister hier für uns auf Lager hat. In so einem Naturkatastrophen-Level.
die Banane brauchen wir noch. Wunderbar. Sehr schön. Werden wahrscheinlich wieder 5 Puzzleteile sein, oder? Ja. Ich glaube, Rambi-Level haben immer 5. Da habe ich die Rambi-Level auch wirklich sehr darauf aufbauen, dass man eben mit ihm hier sehr, 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 sehr viel düst und viel macht. Da geht es, glaube ich, eher um dieses schnelle Gameplay. Und ich glaube, bei diesem schnellen Gameplay holen sie da nicht immer Tonnen an Secrets verstecken. Weil das, glaube ich, ansonsten so ein bisschen dem natürlichen Flow des Levels widersprechen würde. Ne? Dass man auf der einen Seite schnell mit Rambi sein will. Okay. Einfach Puzzleteil 2 hier unten. Na, dass man halt sehr schnell sein will mit Rambi, aber auf der anderen Seite dann irgendwie gezwungen ist, langsam zu spielen. Weil ja super viele Puzzleteile versteckt sind. Also ich glaube, da haben sie einfach gesagt, lieber actiongeladenes Rambi-Gameplay als vieler Kunden. Oh, oh, oh. So, jetzt kommt hier auch noch ein Unwetter dazu, Friends. Wir werden an den verschiedensten Ecken mit Blitzen beschossen, ne? Auf die wir aufpassen müssen, ne? Aber die machen hoffentlich nicht das Holz hier kaputt. Ich werde mir trotzdem jetzt Mühe geben, hier erstmal alles einzusammeln. Wir kriegen viele Herzen. Ich glaube, das Spiel geht sehr davon aus, dass man hier so ein bisschen aufs Maul bekommt. Aber ich sag mal so, ne? Die Erfahrung habe ich jetzt noch nicht gemacht. Wir haben hier bisher ein sehr, sehr souveränes Playthrough. Oh, und jetzt werden Dinge aus dem Hintergrund auf uns geschleudert. Oh, das riecht doch fast schon, Freunde. Das riecht doch fast schon danach, dass hier irgendwie so ein Puzzleteil nach vorne geschleudert wird. Nee. Okay. Hier wird nichts nach vorne geschleudert. Hier steckt ja einfach ein Puzzleteil im Boden. Okay. Hier in Ruhe abwarten. Hier oben nehmen wir natürlich die Kreise mit, Freunde. Man weiß nie, wo das nächste orangene Teilchen versteckt ist. So, hier wird nochmal Diddy aufgefüllt, falls der uns fehlt. Ah! Und jetzt werden uns hier sogar Gegner entgegengeschleudert. Gegen die Feuerdinger kann ich nichts machen, da ist das N. Aber ich glaube, die Pinguine kann ich tatsächlich eaten. Oh, und hier ist der Boden eingebrochen. Okay, Moment. Das muss jetzt klappen. Jawollo! Oh boy. Freunde, ich glaube, jetzt geht's richtig in den Sturm. Okay, jetzt aufgepasst. Jetzt natürlich wieder absolute Puzzleteilgefahr. Die können natürlich hier jetzt überall sein. So. Boah, und jetzt geht's in den Sturm, Freunde. Aber eigentlich... Oh, hier geht's hinter. Eigentlich müsste er hier... Da ist es. Sehr schön. Eigentlich müsste es doch jetzt hier entspannter sein. Weil im Auge des Sturms ist es doch immer ruhig, oder? Das ist doch hier so ganz bekannt. Vielleicht soll es ja auch ruhig sein, aber nee, ich meine, hier fliegen Bäume und Steinplattformen durch die Luft. Also, wirklich ruhig ist das hier nicht. Aha, jetzt kann ich auch das Herz hier mal gebrauchen. So, okay, und jetzt geht das auch noch hier Stück für Stück kaputt, oder was? Ah, oh! Ha! Da wollte ich gar nicht reinhüpfen. Da ist uns mal kurz ein Bonusfass entgegengedüst. Okay, so, seit Ewigkeit mal wieder der Bonus. Erinnert ihr euch noch, wo ich gesagt habe, dass dieser Bonus super selten drankommt? Es ist das zweite Mal, während wir andere Boni schon viel, viel, viel häufiger hatten. So. Einfach hier entspannt. Von A nach B düsen. Jawollo. Zack. Geil. Das war Puzzleteil Nummer 5. Oh. Okay. Ja, Freunde, dann müssen wir jetzt nur noch überleben. Na? Jetzt gilt es nur noch zu überleben. Und maximal, jo, da kommt einfach ein Stier hier nochmal angeflogen. Oder ein Ochse, besser gesagt. So, da ist das G. Aha. Und wir landen hier in einem weiteren Fass. So, und hier muss ich jetzt sehr aufpassen. Ich glaube, hier werden jetzt Stück für Stück diese Inseln kaputt gemacht. So, Ah! Jo! Hä? Diese Insel ist super spät runtergedroppt vor dem Ziel. Ich war schon so, wir müssen hier warten, weil jetzt gleich die Insel hier droppt. Aber... Oh, Bro. Das war ein bisschen fies. Das fand ich jetzt ein bisschen fies, muss ich ehrlicherweise zugeben. Vor allem, weil ich ja irgendwie auch noch meiner Meinung nach richtig agiert habe. Was das... Das habe ich schon vergessen. Na, egal. So, das Game muss ich jetzt mit einem Gegentreffer mitnehmen, glaube ich. Außer ich krieg das hier... Mega getimed. Holy shit, jetzt krieg ich hier aufs Maul. Geil. Okay, so, wir sind wieder auf der Zielgeraden. So. Und jetzt hier muss ich... Genau, jetzt kommt hier der Sprung. Ja, ein bisschen früher hätte ich springen müssen. Aber trotzdem fies. Sehr, sehr fieses Ending. Kann uns aber egal sein, Freunde, weil wir haben die 100%. Wir sehen das Level
leider nicht wieder. Es war mal wieder, ich will das nicht nach jedem Level sagen, aber es ist wieder unfassbar geil inszeniert. Es war richtig epic. So, und ich habe jetzt vorhin meinen letzten Squawks verbraucht, Freunde. Dann würde ich jetzt an der Stelle vielleicht einfach mal wieder 5 kaufen. Na? Und ich glaube, wir können jetzt auch mal wieder ein bisschen hier mal in 10 so Lotteriekugeln investieren. Die ist neu. So, immer wenn am Ende viel Glück beim nächsten Mal steht, ist sie nicht neu. Sehr geil. Neue Figur. Doppelt. 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 Jo, eine neue. Okay. Freunde, wir haben wieder ein paar neue Figuren gezogen. Sehr schön. Immer wieder, wenn wir an so einem wunderbaren Funky Kong Laden vorbeikommen, dann können wir mal reinschauen. Wir gucken auch mal kurz wieder die Figuren an, ne? Da. Da fehlt uns noch der gute Cranky. Dann hätten wir zumindest alle Kongs. Da haben wir nochmal so einen Bogenschützen bekommen. Und dann haben wir jetzt nochmal so eine Eule gekriegt. Sehr geil. Okay, okay, okay. Und warte mal, wir haben jetzt auch für Welt 2, glaube ich, ein Diorama bekommen. Ich muss gar nicht hier hin. Jetzt wartet mal, wir gehen mal hier auf Extras. Dioramen. Ja, hier in Welt 2 Diorama. Oh, ist das schön. Oh, ist das schön. Hier mit Cranky zusammen, der die Maus gerade verprügelt. Der Käse, die schönen Bäume, die Eulen. Oh, Welt 2, ich liebe dich. So, 3, 4, Freunde. Feuer, Wasser, Limbo ist das nächste Level für uns. Und wir hatten ja gerade schon das Thema Naturkatastrophen. Na, mit einem riesigen Sturm, der über die Savanne gezogen ist. Und auf den Sturm, Freunde, folgt direkt ein, nicht Waldbrand, ein Savannenbrand, ne? Boah, und die Musik! Die Musik. Oh, da muss ich gleich mal ein bisschen lauter bei mir machen. Ich will gar nicht kommentieren, Mann. Alter, ist die Musik episch. Es ist nicht in Worte zu fassen, wie geil dieser Soundtrack ist. Es ist so atmosphärisch. Es ist so. Es ist keine einfach nur simple, catchy Melodie. Es ist einfach eine unglaubliche Atmosphäre, die hier erschaffen wird. Es ist unvergleichbar, Freunde. Oh, schaut mal. Ich habe hier gerade ein Puzzleteil bekommen, weil ich das ganze Gras weggemacht habe. Eigentlich wollte ich nur schnell hier durchrollen, weil ich quasi schnell zu diesen Wasser. Ja, wie nennt man das? Wasserbären wollte, um das Feuer zu löschen. Sehr, sehr interessant. So, by the way, hier diese schwarzen Blätter, die brechen immer zusammen, sobald man draufsteht. 7 Puzzleteile. Weil die quasi so angekokelt sind und die dann einfach bei der leisesten Berührung irgendwann zur Asche verfallen. Aber schaut doch mal den Hintergrund, wie viel Tiefe da drin steckt und wie es überall glüht. Und so, Liane gelöscht. Ein unvergleichbares Level. So, hier werde ich von jeder Plattform die Banane mitnehmen. Jawollo, Freunde. Das sah verdächtig aus und wir wurden noch gleich belohnt. So, der schießt jetzt hier mit Feuerfischen. Ja, Steckerfisch quasi. So, und jetzt fallen hier auch diese Steine um, ne? Vor allem bekannt aus Donkey Kong Country Returns. Ich glaube, da waren sie sehr, sehr groß. So, und hier müssen wir jetzt aufpassen. Nämlich da, wo wir den Boden berühren, entstehen quasi kurz so Flammen. So, und jetzt hier auch wieder. Oh, wir müssen so aufpassen, Mann. Nein, das war's nicht. Ich hab verkackt. Ich hab verkackt. Wenn es ein bisschen ärgerlich läuft, haben wir jetzt an der Stelle gerade, Freunde, ein Puzzleteil verloren. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wir werden einfach mal weiterschauen und dann schauen wir, was passiert. So, hier brennt schon wieder. Und da, wo ich mich hinstelle, geht es dann auch weg. Und jetzt, aber schaut mal, da drüben, da kann ich das kann ich löschen. Das kann ich löschen und dann kann ich, glaube ich, hier runter. Genau, das sah wie eine drehbare Plattform aus. Wir müssen davon ausgehen, Freunde, dass wir mit 6 Puzzleteilen ins Ziel kommen. Das wäre sehr ärgerlich. Oh! Und das ist tatsächlich ein komplett neuer Bonus. In Welt 3. Das ist ja insane. Das ist ja insane, dass wir jetzt hier nochmal einen neuen Bonus bekommen. Krass, krass, krass. So, hier runter. Und jetzt hier dann nochmal droppen lassen. Und da oben ist das Puzzleteil. Ja, heftig. Stimmt, den gibt's auch noch. Hatte ich voll vergessen. Hatte ich voll vergessen. Klar kenne ich den noch. Ja. Aber den hatte ich voll vercheckt. So, ah! Da habe ich jetzt eine Steinsäule ins Maul bekommen.
Da brennt die Liane ein bisschen. Da dürfen wir nicht an die Unterseite rankommen. So, hier eine neue Bananenformation, Freunde. Und wir ein Herz bekommen. Und hier werde ich schnell ziehen. Aha, wow. Sogar ohne Gegentreffer geschafft. Aber warte mal, wir sind jetzt beim O. Und haben schon 4 von 7 Puzzleteilen, Freunde. Ich würde sagen, das ist eine gute Ausbeute. Also, vielleicht haben wir doch Chancen, das Level zu 100%. Aber wir müssen weiter wachsam bleiben. So, hier fallen jetzt von oben irgendwie so brennende Früchte oder sowas runter. Ich kann mir vorstellen, dass das wie so eine Art brennende Kastanien sind. So, hier bleibe ich auf jeden Fall auch auf dem Baum oben. Ich bleibe immer auf den Bäumen oben. So, das N da unten wollen wir auf jeden Fall haben. So, hier bricht ein weiterer Baum zusammen. Und auch auf dem bleiben wir stehen, weil hier Puzzleteil Nummer 5 ist. Geil, Freunde. Sehr, sehr geil. So, hier durch. Hier ist ja der brennende Fischschießer. Da müssen wir uns wahrscheinlich unten durchducken. Mhm. Möchte aber auch oben ran. Nee, da brauche ich Cranky oder so. Pass auf, wir nehmen mal Cranky. Den Süßen, ne? Aber ich glaube, da kann ich jetzt hier ein bisschen entspannter über alles drüber. Aber da muss ich irgendwas drauf werfen. Warte mal, kann ich da vielleicht auch so Wasser werfen? Oder hier? Aha! Jawollo! Oh, what? Es hat mir nur Bananen gegeben? Oh, man! Ich hätte jetzt schon gern ein Puzzleteil gehabt. Sag ich, wie es ist. Sag ich, wie es ist. Mehr Cash. Bedeutet am Ende des Tages mehr Lotteriekugeln. Oh, hier ist schon das G. Damn. Da geht's aber rein. Da geht's rein. Da geht's rein. Es könnte... Oh, falsche Richtung. Es könnte noch sein, Friends, dass wir auf 100% Kurs sind. So. Puzzleteil Nummer 6. Wenn wir diesen Bonus erfolgreich abschließen. Das ist der... Okay. Oh, da muss ich jetzt zugeben, ist Cranky ziemlich für den Arsch in dem Bonus. Aber wir schauen mal. Ich lasse mir Zeit. Man macht sich hier immer mehr Zeitdruck, als man am Ende des Tages hat. Na? Man darf sich dann vor allem nicht aus der Ruhe bringen lassen, wenn dann hier so die letzten 10 Sekunden angezählt werden. Wobei ich mich jetzt dann schon mal beeilen sollte. Wow, Alter. Ey, der Bonus ohne einen schwebenden Kong ist hart. Der ist hart. Muss ich ehrlicherweise zugeben. So. Die Liane wird gelöscht. So, okay. Alles mitnehmen. Jede Bananenformation kann das letzte Puzzleteil sein. Und hier darf ich jetzt nicht komplett weit unten hüpfen, weil ich sonst da unten rankomme. Okay. So. Boah, jetzt geht's nochmal richtig ab. Holy shit. Und da hinten. Nein, ich muss unterm Ziel durch. Ich muss unterm Ziel durch. Warte mal. Ich glaube, jeder dritte Sprung ist hoch. Genau, genau, genau. Und jetzt gehen wir hier durch, weil hier ist nämlich Gras. Freunde. Und das ist das letzte Puzzleteil. Bäm. Und jetzt hier rein. Oh, geil. Ich darf sogar boxen. Nice. Boah. Ein Level, was dir ganz lange das Gefühl gibt, du hast was vergessen. Vielleicht nicht, vielleicht doch. Sehr, sehr, sehr viel Unruhe fühlt man als 100% Sammler in diesem Spiel, in diesem Level. Aber es hat geklappt. Und da drüben ist das K-Level. Ich dachte erst, es gibt einen Secret Exit. Aber nee, da kommen wir dann über die K-Buchstaben. Beim nächsten Mal, Freunde, gibt es dann den Raketenfassrock. Und da oben sehe ich auch schon Dornen. Und Freunde, bei Dornen wird jeder DK-Fan happy. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Danke fürs Zuschauen. Ein großes Dankeschön an JT90, Lord Darkflow und Heilang für euren Riesensupport mit der dicken Kanalmitgliedschaft. Ich danke euch, dass ihr dieses Projekt so am Leben haltet.